Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Daisy. Und wir sind hier gerade, also ich besser gesagt, hab gerade Starry Sobo hinter mir gelassen. Bin jetzt weiter auf dem Weg Richtung dem Hauptziel Airfield. Aber die Karre wartet. Und wir gehen da, was wir hier lang können. Ganz sneaky übers Feld, mitten übers Feld. Wir werden mal gucken, vielleicht finden wir hier mal jemanden. Vielleicht ist er friendly, vielleicht ist er bandit. Es entwickelt sich schon wieder Richtung Daisy Mod. Von der Freundlichkeit der Spieler, ja. Heute mal wieder alleine. Ich werde mal in der nächsten Zeit dann eher zusammen in der Gruppe aufnehmen. Was auch cool ist. Kari. Ja. Und noch ein paar neuen Leuten, die ich kennengelernt habe und die ziemlich cool drauf sind. Grüße hiermit an die Hoseback Gang. Das ist auch ziemlich. Was niemand von euch weiß. Wieso und weshalb und warum. Ihr werdet es bestimmt nochmal in einem Video sehen, wo ich leider vergessen habe, meine Stimme aufzunehmen, die ich danach synchronisieren muss. Synchronisieren. Wir rennen ja lange was fällt. Ist jetzt noch alles ruhig. Wieder eine M4, aber ich wollte eigentlich meine Mosin, weil ich noch einen Long Range Scope habe. Da. Mal gucken, ob ich noch eine Mosin finde. Leider, das ist ein langer Weg. Ein langer, einsamer Weg. Niemand zu sehen. Alles frei, die meisten. Also zurzeit spielt sich eigentlich alles im Westen der Karte ab. Ganz selten trifft man jemanden auf der anderen Seite. Aber ich bin jetzt im Osten gespawnt. Und da bin ich dann hier rüber gegangen. In die Militärbase, ob wir da wirklich hingehen wollen. Keine Ahnung, aber vielleicht gehe ich doch mal hin. Ich bin ja schon unterwegs. Lass mal schön aus der Entfernung abchecken. Die Leute, die man da drinnen trifft, sind meistens nicht friendly. Da ist Vibor. Da hinten muss es Airfield sein. Bin ich ja mal gespannt, ob wir jetzt gleich jemanden sehen. Der uns vielleicht gleich wieder abschießt. Das ist das Risiko, was man eingeht, wenn man dahin rennt. Aber ich will halt noch eine Mosin finden. Weil ich mal wieder Scharfschütze sein will. My Stomach feels stuffed. Der Berg sieht relativ ruhig aus. Gucken wir erstmal von hier über die Mauer.
Da steht sogar noch ein Zombie. Das ist aber ein Wombi. Schon mal ein gutes Zeichen, wenn da noch ein Zombie steht. Aber das Militärgebäude da hinten, da ist ja schon die Tür offen und hier auch bei den Baracken ist schon die Tür offen. So ein bisschen umgucken. Hat gerade jemand was geschnurpst? Ingame. Ich will immer noch schmatzen. Aber ich sehe niemanden. Ah, da drüben rennt er. Ob ich mit dem Typen reden kann? Oder ob der mich direkt beschießt? Der ist in die Barke reingelaufen, die Kleine. Ich warte mal, bis er rauskommt, dann red dann mal. Sehen, ob er mich hört. Ich nehme mal die Voice-over-IP. Oh ja, da kommen die schönen Geräusche. Achtung! Jawohl, schön. Volle Lautstärke gestellt, ob das ein Surferhopper ist oder ob das... Hey, Guy! Hey, Guy! Hey, Guy! Guy, say something. Hey, Guy, wait for me! Don't run away. Stand still. Fragt sich bloß, was wir jetzt machen. Huh? Stand still, Guy. Friendly. Steht nicht still, soll ich noch schießen? Hey, Guy. Stand still, Guy. What's wrong with you? Hey, Guy, I don't want to kill you. Hi, friendly. Can you speak? Hey guy, can you say something? Say something or write something. No? Don't want to kill you. Say something. Only kill zombie. Bye bye, guy. Soll ich ihn wegsnacken? Soll ich ein gnadenloses Arschloch sein? Da drüben ist noch jemand. Beware, guy. There's another guy in the barracks. Nee, der rennt. Noch nicht. Der ist, ist es der andere oder ist es jetzt der, den ich gerade getroffen habe? Das ist, glaube ich, der andere. Ich gehe mal hier rüber und gehe mal hier drüben lang an der Wand. Jetzt geht noch. Jetzt geht noch. Ah, das sind wahrscheinlich Friends. Ah, ne. Kennen die sich? Hey, guys! Hey, guys! What's wrong with you? Hm.
Aber die gehen hinten wieder rein, nicht ablenken lassen. Ja, die sind hinten wieder in die Base reingegangen. Auch wenn die ja schon alles durchgesucht haben, brauche ich eigentlich nicht mal reingehen. Ach komm, ich gehe gleich weiter zum Airfield. Aber nicht auf die rechten Seite raus, sondern hier hinten wieder an der Mauer lang. Dass die Typen nicht sprechen wollen, ist eigentlich schade. Ich bin auch friendly. Ich sehe sogar friendly aus diesmal. Ich habe ein Cappy auf und eine Sonnenbrille einfach bloß. Ohne Maske. Nicht mal ein Gashelm, ja. I want to eat something. Die Typen nach rechts gerannt sind. Und die haben sich bestimmt hier drin ausgelockt. Die wollten bloß nicht, dass ich das sehe. Ja, da würden sie ja irgendwo rennen hier drüben. So was essen. Schon extrem, wie weit man jemanden essen hört. Ich weiß sogar noch, wie man ein anderes essen. Ich meine, dass der Typ vorhin keine Muni hatte. Sonst hätte er sicherlich auf mich geballert. Schön den Third Person um die Ecke loopen. Ach, die Typen nicht reden wollten. Ich geh nicht da rein. Ich sehe diesmal nicht aus wie ein Bandit. Letztes Mal schon einer gesagt hat, dass ich mit der Gasmaske und Stahlhelm einfach so aussehe wie ein Bandit. Wo er recht hat. Das sieht wirklich so aus. Schön weiterhin Ausschau halten. Alles ruhig. Ist immer so eine Sache, solange Leute keine Munition haben oder keine Waffe haben, sind sie friendly. Also sobald sie eine Waffe haben, killen sie sich einfach. War ganz schlimm schon wieder ein Elektro-Inferno. Ist kein Wunder, dass wir spanisch relativ froh, dass ich ganz im Osten hier bei Lumbermill gespawnt war. Da kann ich gleich übers Ost-Airfield hier langlaufen. Im Ost-Airfield habe ich sogar jemanden getroffen und der war friendly. Das war da wahrscheinlich schon positiv überrascht davon. Ah ja, hatte ich mein Auto geparkt. Ob man einfach eigentlich auch das Long Range, wie ich sie an die Hand nehmen kann und dann damit durchgucken kann. Nein, du bist am Airfield. Wenn das Airfield ist, in die Richtung. Ich bin bald da. Bin jetzt gleich da. Und wieder mal, ich habe übrigens gerade einen Zombie gehört und jetzt kommt das gelbe Zeichen des Todes.
Jetzt ist das und der Server ist down. Oh, das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, nochmal zurück zum Militärlager zu laufen. Werde ich gleich entscheiden. Bis gleich. Tschüss.